Erstmal herzlichen Glückwunsch. Du bist nominiert für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Was ist das für ein Gefühl für dich? Erstmal danke und auf jeden Fall eine große Ehre. Ich meine, seitdem ich klein auf bin, Eishockey-Spiel, ist mein Ziel, irgendwann für die A-Nationalmannschaft zu spielen. Und dass es jetzt geklappt hat, macht mich einfach glücklich. Ja, ich wusste ja, dass ich auf Abruf bin und dann wollte ich eigentlich in der Pause zu meinen Eltern fahren. Hab denen noch gesagt, ich lasse mir den Montag hier in Köln, entspanne mich hier, warte, ob da ein Anruf kommt. Fahr dann Dienstag entspannt nach Hause und dann kam Vormittag noch die Nachricht, so ja, ich brauche dich morgen in Krefeld und dann hat es sich für mich erledigt gehabt. Ist das so, dass der Bundestrainer dich tatsächlich anruft und sagt, hallo, hier ist der Toni, oder wie läuft sowas, läuft sowas ab? Also eigentlich ruft er immer an. Bei mir hat er zuerst eine Nachricht geschickt und meinte, so, wir telefonieren später. Und hat mir am Abend eine Nachricht nochmal geschickt, dass er leider keine Zeit mehr hatte zum Telefonieren, aber dass wir dann in Krefeld vor Ort dann reden. Das erste Mal deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Sag doch mal, was ist dein Gefühl jetzt? Mit welchem Gefühl fährst du nach Krefeld? Ja, danke erstmal und klar, ich freue mich mega drauf, sehr motiviert und ja, ich kann es einfach kaum erwarten, bis es anfängt. Ich weiß noch, wir haben vor ein paar Wochen mal dieses Thema gestreift und hast du gesagt, das wäre was ganz Besonderes für dich. Erzähl mal, hat es dich ein bisschen überrascht, dass es jetzt so schnell gegangen ist? Klar, also ich habe jetzt nicht am Anfang der Saison gesagt, ja, ich bin jetzt gleich, also im November in der Nationalmannschaft. Aber klar, ich freue mich mega, dass das so früh geklappt hat. War natürlich gewundert, aber viele haben mir gesagt, dass ich mir verdient habe und ja, freue ich mich drauf. Das sehe ich auch absolut so. Jetzt fahrt ihr zu fünft rüber. Ist das auch was Besonderes, mit den Jungs jetzt unterwegs zu sein? Ja, klar, auf jeden Fall. Macht natürlich nochmal extra mehr Spaß. Ich hatte die Jungs direkt um sich, die man kennt. Und hat man nochmal so ein Wohlfühlgefühl, würde ich sagen. Und ja, freut man sich noch umso mehr. Hast du dir irgendwas ganz Besonderes vorgenommen jetzt für deine ersten Einsätze? Weißt du schon, was du machst bei der Nationalhymne? Naja, klar, einfach mitsingen laut, ne, klar. Aber sonst... ich spiele einfach hart, spiele mein Spiel und mache mir da nicht zu viele Sorgen. Ich glaube, das ist ein super Gefühl, für die Nationalmannschaft zu spielen. Das ist immer was Besonderes für Deutschland zu spielen, das Land zu vertreten. Deswegen freue ich mich jetzt auf ja, die Erfahrung oder auf die Woche. Und ja, macht riesig Spaß. Du bist ja nachnominiert worden. Wie darf man sich das vorstellen? Wie funktioniert sowas? Ruft da der Bundestrainer bei dir an oder wie funktioniert das? Zum ersten Mal haben wir vor zwei Wochen telefoniert. Da hat der Toni gesagt, dass ich auf Abruf stehe und dass wenn jetzt jemand absagt, dass er mich nominieren wollte, dann gab es ja noch eine kleine Sache zu klären, weil wir also das Baby morgen zu bekommen, also war auch ein bisschen, musste ich erstmal meine Frau fragen, deswegen ja, aber ja, und dann kam am Sonntagabend nach dem Spiel habe ich den Anruf bekommen, dass ich dabei bin. Sehr emotionale Tage für dich. Erzähl mal, was macht das mit dir gerade so? Ist das vielleicht die spannendste Woche seit langem? Ja, ich glaube, normalerweise sagst du ja, als Sportler solltest du immer deine Emotionen so ein bisschen im Griff behalten und du sagst ja, nicht zu hoch, nicht zu tief und sowas, weil du dann eigentlich am besten spielst. Aber ja, im Moment ist es relativ schwer, irgendwie die Emotionen auf normaler Basis zu halten. Ich glaube, eine Geburt ist wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, das ist das Schönste, was du wahrscheinlich im Leben erleben wirst. Das ist meine erste Geburt, deswegen freust du dich erstmal, oder Carina, Carinas erste Geburt, das ist das erste Kind, deswegen freust du dich da schon mal riesig und dann noch Nationalmannschaft, also es wird eine tolle Woche. Ja, Freddy, nicht das erste Mal nominiert für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Trotzdem die Frage, was ist das für ein Gefühl, jetzt beim Deutschlandcup dabei zu sein? Ja, ein sehr gutes Gefühl. Ich spiele gern für die Nationalmannschaft und es ist natürlich eine Riesenehre. Und jedes Spiel, was ich bekomme, mache ich natürlich. Du bist jetzt von den fünf Haien, die dabei sind, der erfahrenste im Deutschland-Dress. Erzähl mal ein bisschen, was erwartet die Jungs? Sind ja auch ein paar Debütanten dabei? Ja, was erwartet die? Eine coole Truppe auf jeden Fall und viel Spaß. Also es macht immer viel Spaß für die Nationalmannschaft zu spielen und ja, wird eine gute Woche sein. Ein bisschen anderes System, aber auf jeden Fall aufregend und wird eine coole Erfahrung sein. Du bist ja jetzt fast schon, ich sag mal, ein Routinier von den Leuten, die dabei sind. Mit Freddy zusammen, glaube ich, die meisten Länderspiele. Was hast du den Jungen, vor allem den Debütanten, sagen können über die Nationalmannschaft? Ja, dass sie es genießen sollen, dass sie
nicht nervös spielen sollen, dass sie einfach nur das spielen, was sie auch hier spielen, dass sie nichts Besonderes machen sollen. Und das war auch der Grund, warum der Toni die auch nominiert hat. Den hat der Spielstil gefallen, wie sie hier spielen. Deswegen habe ich gesagt, spiel so weiter, mach dein Ding, hab Spaß, genieß es, genieß die Aufmerksamkeit und ja, enjoy. Fünf Haie, das ist auch eine Belohnung, finde ich, für den Verein, dass man sieht, hier wird auf deutsche Spieler gesetzt. Siehst du das ähnlich? Auf jeden Fall. Generell, ich muss sagen, dass wir dieses Jahr viel mit auch jungen Spielern spielen. Und ja, das freut mich, dass der Stewie uns ja da gut pusht, dass er ja den jungen Spielern auch die Chance gibt, sich zu beweisen. Jetzt auch in der großen Welt, mit der Nationalmannschaft auch. Dass sie dabei sein dürfen, kann man auch dem Stewie bedanken. Deswegen Props an ihn und ja, ich freue mich für alle. Das war ein schönes Schlusswort. Danke dir und viel Erfolg euch. Dankeschön.